Hallo, dadurch, dass es immer mehr depressive Menschen gibt, möchte ich heute ganz gerne ein paar Tipps geben, wodurch eure Depressionen besser werden könnten oder sogar ganz weggehen könnten. Dadurch, dass ich keine medizinische Ausbildung habe, ersetzten meine Tipps keinen Arztbesuch. Was sehr nützlich ist, ist Vitamin D2. Das muss man jeden Tag nehmen, jahrelang, also immer. Das wirkt aber nicht, wenn es nicht gleichzeitig mit Vitamin K3 genommen wird. Ihr müsst also in der Apotheke nach Vitamin D2 fragen, wo aber gleichzeitig in der Kapsel auch Vitamin K3 drin enthalten ist. Außerdem solltet ihr 3 Monate lang, eventuell auch länger, Magnesium und Zink nehmen. Was sehr wichtig ist, ist Vitamin B12. Dieses gibt es in Tablettenform und es gibt es auch flüssig, was man trinkt. Und es wird vom Körper nicht gut angenommen. Vitamin B12 sollte gespritzt werden. In der Vitamin B12-Spritze ist auch Vitamin B6 und Folsäure enthalten. Beide Sachen sind auch sehr wichtig. Man braucht davon 6 Spritzen innerhalb von 3 Wochen, also zweimal in der Woche zum Arzt gehen, sich eine Vitamin B12-Spritze geben lassen und das Ganze 3 Wochen lang, wie gesagt, 6 Spritzen, dann ein halbes Jahr Pause machen. Und dann wieder dasselbe, dann wieder ein halbes Jahr Pause und dann wieder dasselbe. Was wichtig ist, dass ihr einen geregelten Tagesablauf habt, immer zur selben Zeit ins Bett gehen und immer zur selben Zeit aufstehen. Wenn ihr euch auf eine bestimmte Zeit geeinigt habt, wo ihr schlafen geht, und ihr habt dann doch noch ein Telefonat mit einer Freundin oder ihr seid noch dabei, mit jemandem zu schreiben, E-Mail zu schreiben, dann müsst ihr zu der Freundin sagen, ich möchte das Gespräch jetzt beenden, weil ich möchte ins Bett. Und einfach den Laptop oder das Tablet oder das Handy einfach ausmachen und nicht mehr schreiben. Man kann nächsten Tag weiterschreiben, aber immer zur selben Uhrzeit ins Bett gehen ist sehr, sehr wichtig. Einen Wecker stellen, morgens immer zur selben Zeit aufstehen. Das ist sehr wichtig. Kaffee ist sehr ungesund. Energy Drinks sind sehr ungesund. Falls ihr ohne Koffein nicht wach werdet, kauft euch bitte Koffeintabletten, die sind nicht verschreibungspflichtig in der Apotheke und nehmt morgens eine Koffeintablette anstelle von Kaffee oder anstelle von Energy Drink. Morgens innerhalb von einer halben Stunde einen halben Liter Wasser trinken, entweder Leitungswasser oder stilles Wasser, welches ihr gekauft habt. Und innerhalb von einer halben Stunde etwas frühstücken, weil der Körper dadurch angeregt wird. Und wenn ihr das verschiebt, ist der Körper ein bisschen träge. Was auch nicht ganz unwichtig ist, ist das Licht, welches ihr in der Wohnung habt, wenn es zu dunkel ist. Oder zu grell ist es unangenehm.
das Beste wäre ein Licht, was ein bisschen orangefarben ist oder etwas gelblich. Natürlich nicht knallorange und nicht knallgelb, aber etwas gelblich oder etwas orange oder leicht grün. Nicht knallgrün, aber etwas grün ist sehr von Vorteil für die Stimmung. Was auch wichtig ist, ist ein guter Duft, beispielsweise Zitrone oder Vanille oder Zimt oder Orange. Da müsst ihr selber schauen, was euch gut tut, aber vielleicht eine Duftkerze oder ein, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, man macht da Wasser rein und so ein paar Tropfen von einem, so eine Duftlampe, ja, das ist auch sehr gut. Was wichtig ist, morgens gleich das Bett ordentlich machen, Wäsche nicht lange liegen lassen, wenn sie schmutzig ist, sondern so schnell wie möglich waschen. Briefe, die geschrieben werden müssen, nicht so lange aufschieben, sondern so schnell wie möglich machen, weil alle Dinge, die liegen bleiben, sind sehr schwierig später zu erledigen. Was auch wichtig ist, ist jeden Tag duschen mit etwas wärmerem Wasser, also so warm, wie es möglich ist. Dabei ist es nicht ganz unwichtig, dass ihr mal einen Waschlappen nimmt, auf dem Waschlappen Duschgel und Salz drauf macht und euch vom Kopf bis Fuß überall mit Duschgel und mit Salz reinigt, weil Salz auch negative Energien aus dem Körper herausnimmt. Das ist aber nicht gut, das jeden Tag zu machen, weil das für die Haut auf Dauer nicht gut ist. Daher nur alle 14 Tage das machen. Also nicht alle 14 Tage duschen, sondern ich meine alle 14 Tage Salz dazu benutzen. Duschen natürlich jeden Tag. Dann ist es wichtig, dass ihr tagsüber nicht ins Bett geht. Ja, also das Bett ist tagsüber absolut tabu. Nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Abendbrot sofort abwaschen. Das ist einfacher, weil dann die Lebensmittelreste nicht so lange an dem Geschirr dran kleben und dadurch ist das Abwaschen leichter. Wenn man einen Stapel Geschirr vor sich hat, den man noch abwaschen muss, es ist sehr, sehr schwierig. Das ist wie mit der Schmutzwäsche oder mit liegen gebliebener Post. Alles, was man aufschiebt, ist unheimlich schwierig. Also das sollte man schon so schnell wie möglich erledigen. Dann ist Bewegung sehr wichtig. Wenn man nicht so viel kann, dann 20 Minuten am Tag spazieren gehen. Eine Stunde wäre besser. Noch besser ist eine Stunde am Tag Sport und wenn es möglich ist, anderthalb Stunden am Tag Sport zu machen. Was auch wichtig ist, dass ihr jeden Tag, vielleicht aber auch nur jeden zweiten Tag, wenn es nicht jeden Tag möglich ist, einem Menschen etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel gibt es vielleicht in eurer Stadt, wo ihr wohnt, einen sogenannten Gabenzaun. Also man nimmt irgendetwas für Obdachlose, ist das? Und man macht zum Beispiel ein schönes Brötchen, vielleicht noch eine Schokolade oder sowas eine Capri-Sonne oder so in eine kleine Tüte und man hängt das an diesen Gabenzaun
Oder man gibt es persönlich jemanden, wo man denkt, dass derjenige finanziell nicht so gut gestellt ist und der freut sich darüber. Solltet ihr das finanziell nicht können, dann könnt ihr auch andere Sachen machen, zum Beispiel für ältere Menschen den Müll rausbringen oder einfach irgendwie im Haushalt helfen, kostenlos für Menschen, die behindert sind beispielsweise und sich einfach keine Putzfrau erlauben können. Es tut einem Menschen selber gut, wenn er Gutes tut. Außerdem ist es so, dass es glücklich macht, wenn man serotoninhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Ich korrigiere, es tut gut, wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, die den Serotoninspiegel im Gehirn erhöhen. Menschen, die depressiv sind, haben häufig einen niedrigen Serotoninspiegel und dieser wird durch folgende Lebensmittel von alleine erhöht. Man muss also nicht unbedingt Antidepressiva nehmen, sondern durch folgende Nahrungsmittel wird der Serotoninspiegel, der glücklich macht, im Gehirn erhöht. Haferflocken, Vollkornbrot, Kartoffeln, Salz, Avocado, Bananen, Nudeln, Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 80%. Also nicht die normale Vollmilchschokolade, die bringt nichts, sondern Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 80%. Milchprodukte, zum Beispiel Käse oder Quark, Walnüsse, Kürbiskerne, Bohnen, Naturreis, grüner Tee, Rosenwurztee, also Rosenwurz, Rosenwurztee, Tomatenmark, Tomatensaft, gekauft, nicht selbst gepresst, Tomatenpüree, gekauft, nicht selbst frische Tomaten pürieren, Tomatenstücke gekauft, nicht frische Tomaten in Stücke schneiden. Warum sollten Tomaten verarbeitet gekauft werden und nicht frisch? Es ist wie folgt. Tomaten, die dafür geerntet werden, dass sie frisch verkauft werden, werden sehr früh geerntet. Dadurch waren sie kürzere Zeit in der Sonne und dadurch wirken sie nicht so gut und sind auch nicht so gesund. Tomaten, die dafür geerntet werden, dass sie verarbeitet werden für Tomatensaft, für Tomatenpüree, für Tomatensoße, für Tomatenstücke, die werden längere Zeit am Strauch gelassen, bis man sie erntet. Dadurch, dass sie reifer sind und längere Zeit die Sonne bekommen haben. Dadurch sind sie gesünder und wirken besser auf den Serotoninspiegel. Alles Gute, danke fürs Zuhören.